Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Heute wird es ein ganz besonderes Video geben, denn wie ihr hinter mir schon seht, es geht nach Rulantica. Die neue Wasserwelt des Europaparks eröffnet erst in ein paar Tagen, aber ich habe das Glück, bei einem Pre-Opening dabei zu sein und euch das Ganze hier zu präsentieren. Also ich werde heute den ganzen Tag hier rumschwimmen, rutschen, ganz schrumpelige Finger bekommen, ja, und das nur wegen euch. Ich zeige euch ein bisschen Rulantica. Ja, die ganze Badewelt, die wie viel gekostet hat? 140.000 Euro. Mhm. Wenn wir im Europapark sind, dann ist Stefan auch immer dabei. Hallo, er ist auch wieder da. Wir haben ja schon im Verlauf des Jahres, ich glaube Ende Mai war es, hier das neue Hotel Konasar getestet, was ja auch praktisch zu Rulantica gehört. Ist ja ein bisschen weiter weg vom Europapark, ein paar Meter, muss man halt schon zu Fuß gehen oder man nimmt das Shuttle. Und von dort aus gibt es nämlich jetzt auch einen Weg rüber in die Wasserwelt. Entweder ihr nutzt es so oder ihr geht halt zu Fuß, wenn ihr Tagesgäste seid, vom Parkplatz bis hierhin und dann können wir hier ein bisschen Spaß haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf sehr, sehr viele Rutschen, sehr viele tolle Eindrücke. Es gab schon ein Pre-Opening vor ein paar Tagen, ein paar Kollegen waren dann auch schon hier. Aber für mich ist es jetzt das erste Mal, nachdem man halt auch diese Renderings gesehen hat und auch ja den Bau so ein bisschen begleitet hat, dass wir jetzt endlich mal hier rein können. Und das, wie gesagt, vor allen anderen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich weiß nicht, was ich alles filmen kann. Müsst jetzt einfach mal gucken. Ihr seht jetzt noch mal kurz, wie ich vom Parkplatz aus nach hier gegangen bin. Denn der ganze Weg ist ja auch neu. Gab es hier noch nicht zu sehen auf dem Kanal. Den seht ihr, dann kommt das Intro. Und dann, ja, mache ich mich halb nackig für euch. Und wir sehen uns in Rulantica wieder. Also bis gleich. Thank you.
So, ihr Lieben, wir haben jetzt Rulantica falsch betreten. Ich befinde mich ja gerade in einer Umkleidekabine. Keine Sorge, ich ziehe mich gleich aus und mache das ihr auch. Ihr seht das nicht. Ich wollte aber nur ganz kurz sagen, also wie groß dieses Foyer halt einfach ist. Auf der einen Seite links haben wir jetzt heute unsere Bändchen bekommen. Man kriegt hier so eine Art Uhr, sieht so aus, da ist ein RFID-Chip drin. Damit kommt man überall rein, kann alles damit bezahlen und am Ende, ja, wenn ihr rausgeht, dann geht ihr halt zur Kasse und bezahlt dann das halt, was ihr dann halt vertrunken gegessen habt und so weiter. Sehr viele Umkleidekabinen, sehr groß auch alles. Ihr habt ja gerade schon gesehen, diese ganzen Föhn, keine Ahnung, die da liegen, wo ihr dann nachher euch die Haare mit trocknen könnt, auf diesen Kisten. Ich habe erst gedacht, das sieht einfach, ja, das haben wir einfach so dahingestellt, das ist noch nicht fertig, nee, aber das soll so sein. So, ja, also hier auch sieht es sehr schön nach Holz aus. Was soll ich noch großartig sagen? Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock. Guck mal, hier ist auf jeden Fall auch schon mal Reklame von dem ersten Rulantica-Buch, was es gibt. Und ja, ich ziehe mich jetzt um und dann würde ich sagen, nehme ich auch eine andere Kamera, denn mit der Kamera traue ich mich nicht da rein. Wir spielen mit der GoPro weiter und dann geht es ja wirklich los. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, ihr Lieben, umgezogen. Und ja, wir sind jetzt erstmal hier, wo man seine Sachen, seine Spinde, sein Spind hat, wo man seine Sachen einschließen kann. Und auch hier überall thematisch sehr, sehr cool. Die Lichter, die hier so flackern. Und das sind hier sehr, sehr viele von diesen Lockern. Also das ist jetzt auch nur da, wo wir uns umgezogen haben. Jedes kleine Separé hat das halt dann halt nochmal. Also es ist wirklich hier riesengroß, ne? Ja. Die Eingangshalle und so, Wahnsinn. Mega. So. Ja. Ich mach jetzt mal zu, ich weiß gar nicht, wie das geht. Dranhalten. Ach, dranhalten. Ja. Oh, so. Jetzt ist rot. So, und jetzt kann man... Merkt euch das bitte nicht, dass ich nachher nicht mehr weiß, wo ich meine Sachen habe. Wir gehen jetzt nämlich erstmal hier los. Wie gesagt, im großen Rund darf man hier auf jeden Fall filmen, was das andere so alles angeht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir sind ja jetzt hier noch im... Sag doch mal, dass ich noch meine Kappe auf habe, Leute. Was ist denn? So, die mache ich jetzt aus und wir sehen uns eigentlich dann erst wieder, wenn das nass ist, weil... Ach, ich bin so alt, mein Gott. So, ihr Lieben, ja, wir haben jetzt unsere Sachen eingeschlossen, haben jetzt nur noch ein Handtuch, weil hier gibt es ja ganz viele Liegen, wo man liegen kann. Hier gibt es einmal solche Duschen. Und hier auf dem Gang sind überall Behinderten-Toiletten. Wir suchen gerade eine richtige Toilette, also für uns eine Toilette, aber ich finde es auch ganz schön lustig. Guckt euch mal das Schild hier an. Witzig. Ja, und hier aus diesen Gängen kommt hier halt raus. Und hier sind dann halt immer jeweils für die einzelnen Bereiche die Duschen, für die Herren und für die Damen. Ja, also es sind halt immer so kleine Nischen, wo man sich umzieht. Und da angeschlossen sind dann halt auch diese Duschen. Und ich dusche mich jetzt und dann sehen wir uns wirklich jetzt hinten wieder. Weiter geht die Reise und ja, also die eine wusste ich nicht. Wir haben hier überall die Toiletten gesucht, weil die Toiletten noch nicht ausgeschildert sind. Auf dem gleichen Gang wie die Shower, was sonst ein Shower-World, ne? Shower-World, es gibt auch die Toiletten. So, wir sind jetzt hier kommt das Wasser aus, oben von der Decke und ja, hier kann man das irgendwie so einstellen. Mit die Farbe ist die Temperatur. Ach krass, also blau ist irgendwie ganz schlecht für mich gerade. Ja, genau. Also deswegen lieber mal ein bisschen ist warm. So, und jetzt kann ich mich jetzt noch endlich wieder zeigen, weil ich habe mir heute die Haare extra nicht gemacht, weil ich ja wusste, dass wir schwimmen gehen. Und deswegen habe ich auch nur eine Kappe angezogen. So, wir machen uns jetzt hier mal ein bisschen... Wir feuchten uns schon mal ein bisschen an, würde ich sagen. Ja, und dann, also wir haben schon eine kleine Runde, haben wir schon gedreht, ne? Ja. Ist auf jeden Fall riesengroß und zu unserer Freude, mein Freund noch nicht wirklich viel los. Ich denke mal, dass viele Leute nach der Arbeit erst kommen. Also soll heute eigentlich schon recht voll sein, es ist heute ein Testbetrieb. Das heißt auch, ja, dass vielleicht noch nicht alles so genau funktionieren soll wie am Beginn. Aber das war bei Kona ja auch so. Wie gesagt, das ist ein Free-Opening. Wir haben hier übrigens normale Duschen, aber ihr habt auch Kabinen, hier könnt ihr auch in den Kabinen halt duschen. So viel dazu und jetzt geht man auch endlich ans Rutschen. Aber erstmal auch eine schöne kalte Wasser gehen. Warum ist das immer kalt? Ach, warme Wasser. Kalt! Warm? Kalt. Das ist ja kalt. Aber, haben schon hier gelesen, durch Widerstand in Ordnung, Muster, volle Funktion. So, wir sind jetzt drin, wir suchen jetzt ein schönes Plätzchen, wo wir uns nachher mal so niederlassen können. Hier sind wir übrigens auch direkt hier schon an dieser riesengroßen Leinwand, wo ab und an dann hier so Snowy auftaucht oder ja auch die Meerjungfrauen, wie ihr gerade seht. Also das sieht auf dem Display halt jetzt relativ klein aus, aber das ist enorm groß.
Ja, auf der anderen Seite haben wir dann hier das Wellenbecken. Ich kann ja schon mal so ein bisschen rüberschwenken. Und ja, viele Möglichkeiten natürlich zum Sitzen. Hier kann man zum Beispiel auch, gibt es Essensausgabe, hier kann man essen, ist ein Restaurant. Was da drin ist, weiß ich. Ah, guck mal, hier gibt es die Freestyle-Cola, ja. Die es auch im Europapark gibt, in, wo die Autoscooter sind, ne? Der Coca-Cola, wie heißt das noch? Ja, genau. Area Football Arena. Arena. Und ja, gibt es hier halt auch. Hier gibt es übrigens auch eine Getränke-Flatrate. Wie es zum Beispiel auch in Amerika in den Parks gibt. Oder aber auch, ja, auf der England-Tour hatten wir es auch. Ihr könnt hier einmal so einen Becher, so einen Storybecher holen. Ihr könnt dann den ganzen Tag dann hier die Getränke holen. Hat im Vorverkauf, im Online-Shop kostet es, glaube ich, 16,50 Euro, ne? Ja. Und hier bezahlt ihr dann 1 Euro mehr, also 17,50 Euro, glaube ich, oder irgendwas mit 17 Euro auf jeden Fall. Ja, also auch das könnt ihr machen. Das da hinten war übrigens nicht das einzige Restaurant. Da hinten seht ihr ja die großen, vielleicht noch dieses Dorf da hinten. Da gibt es auch noch ein riesiges Restaurant. Und ansonsten, ja, rutschen, soweit das Auge reicht. Sehr schön thematisiert, sehr weitläufig auf jeden Fall. Ihr müsst euch allein mal hier angucken, wie halt diese Boote da hochgehievt werden. Seht ihr das? Mit diesem Lüfter. Es geht gerade eins hoch, da oben ist auch gerade eins. Und ja, man muss natürlich immer ein bisschen Treppen steigen, um dann da anzukommen, wo man dann anfängt zu rutschen. Ist natürlich klar, man rutscht ja von oben nach unten, logischerweise. Ja. Bitte? Ich hab die Poolbar gefunden. Du hast die Poolbar gefunden. Da hat Stefan sich auf jeden Fall sehr drauf gefreut. Ihr seht es hier vielleicht, ich komme noch mal ein bisschen rum. Es gibt hier ein Becken und in diesem Becken könnt ihr was trinken. Diese Bar ist wirklich komplett im Wasser, beziehungsweise die Leute sind im Wasser. Und ja, die Frau, die natürlich arbeitet nicht, aber man steht praktisch oder sitzt im Wasser. Kommen wir uns auch gleich alles mal in Ruhe angucken. Wir kommen jetzt erstmal hier so ein bisschen an. Ist auch alles Neuland für uns. Rulantica ist Neuland. Und ja, hier seht ihr dann auch die Auslaufzonen von den einzelnen Rutschen. Ich muss mal gucken, ob ich alles rutschen kann, denn ihr wisst ja vielleicht, der eine oder andere, ich habe ja einen Unfall im Knie und bin dann auch ein bisschen vorsichtig. Alles, was hier so mit dem Vorsprung ist und wo man halt vielleicht so springen muss, das mache ich dann halt lieber nicht, aber wir werden das auf jeden Fall sehen. Sind ja auf jeden Fall einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend hier. Was natürlich auch sehr, sehr toll wird, denn wir werden Rulantica nicht nur im Hellen sehen, sondern auch im Dunkeln. Hier wird alles super schön angestrahlt. Ich werde ja nachher auch mal mit meiner Kamera eine Runde machen, damit wir auch noch ein paar Impressionen für euch einfangen und nicht nur einfach hier aus Gelaber. Aber das hier, diese Zeile hier aus Glas, das ist praktisch die Zeile, die ihr halt auch immer seht, wenn ihr auf der, von der Autobahn runterkommt, auf die Schnellstraße, dann zum Europapark praktisch zu fahrt. Diese Front ist halt praktisch jetzt gerade hier. Ja, okay, diese ganzen Tannen, es sieht unglaublich hübsch aus. Das ist natürlich mega Luxus, ne? Wenn man dann hier sitzt. Und man hat auf jeden Fall immer so ein bisschen Sonne noch ab. Ihr seht ja, hier knallt die Sonne richtig rein. Das Boot finde ich auch mega toll. Auf der anderen Seite sind halt auch wieder Rutschen drin. Ja. Ist das hier wieder ein Zeichen? Das ist ja wieder ein versteckter Mack, oder? Ja, garantiert. Sehr gut. Ja, sehr, sehr cool. Naja, ja, im Draußenbereich gibt es natürlich auch. Wir haben hier einen so einen Lazy River, nenne ich es jetzt mal, wo man halt draußen halt auch rumschwimmen kann. Und halt auch draußen so ein bisschen auch hier so rumplatschen kann. Ihr seht es hier hinten. Ihr seht auch, es ist noch nicht alles fertig. Wie eben ja schon gesagt, wir befinden uns hier im Pre-Opening. Es ist noch nicht alles fertig. Muss man halt auch bedenken, wenn ihr jetzt das eine oder andere seht, ja, wie sieht das denn aus? Logischerweise, weil es halt noch nicht auf ist. Ne? Wir sind halt Testpersonen, um halt ja, diesen ganzen Ablauf hier zu testen, dass auch alles bei der richtigen Eröffnung auch richtig alles gut funktioniert, genauso wie es auch bei Krona Saar halt war. So, hier kann man dann halt auch nochmal in die Richtung gucken, da diese Eislandschaft, ich muss mir die ganzen Namen von diesen ganzen Ländern mal merken. Und hier oben kann man übrigens hochgehen, ne? Und durchgehen. Also jetzt Mitarbeiter, jetzt wir nicht. Aber ich habe da gerade, da hinten läuft nämlich einer. Hier in diesen Streben kann man halt durchgehen. Ja, und was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist hier gerade ein bisschen warm. Ja. Also im Sommer, wenn wir hier 30 Grad ist und hier oder 35 und die Sonne prallt hier drauf, also hier so liegt so. Dann ist schon richtig. Ja, also ich bin auch, fang auch langsam an zu schwitzen. Bis oben mit Notlast. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie das hier mit Klimatisierung oder sowas ist. Es sind auf jeden Fall Anlagen ja da. Aber momentan, also wie wir hier reingekommen sind, also ich muss gerade sagen, also ich hatte so gleich so ein Bäm. Oh, jetzt ganz schön. Es geht. Es wird, ja, ja. Es ist natürlich auch das Wasser, ne? Das war ja, auch nochmal irgendwie. Ja, was machen wir? Wir wollen, wo wollten wir denn hin? Ja, auf den Kanal einmal durch. Genau, aber wir wollten irgendwo unser Handtuch reinlegen. Wir sind ja typische Deutsche. Erstmal Liege reservieren. Ganz ja, wichtig. Genau. Erstmal Liege reservieren. Wir können ja auch da vorne, genau, da war doch das Wellenbecken. Da können wir das nochmal. Gehen wir da mal hin und wir sehen uns gleich. Oh, du Schiff? Nee, ich nehme euch mit. Ha! So, wenn wir durch Schiff gehen, seid ihr natürlich mit am Start. Ist ja logisch. Ja, stimmt. Also hier unten ist ein Kanal. Beziehungsweise Wasser. So. Ach ja, guck mal. Hier, siehst du? Hier gibt es dann halt die Rutschen, die ich euch gesagt habe, wovon ich einfach geredet habe, im Schiff versteckt. Die Rutschen, die man rutschen kann. So, das sind dann wahrscheinlich auch eher so die für Kinderrutschen. Ihr seht ja, so lang sind die nicht. Eine breite Rutsche, eine offene, eine Tour noch dazu. Hier dann noch dieses Wrack, was sich dahinter befindet, auch sehr cool. Und dahinter halt dieses, ich nenne es jetzt mal so Fischerdorf, richtig cool. Und wenn man hier hinguckt, dann hat man halt diese große Perspektive auf auf das Wellenbecken, das riesige, was auch sehr, sehr cool ist. Vor allem ist es halt so hier an der Seite so mega breit an beiden Seiten und geht dann halt so ein bisschen zu nach hinten weg. Ist halt doch schon ganz cool, weil normalerweise, ich habe nämlich schon in Videos und in Bildern gesehen, dass halt die LED-Leinwand, die ist mir zu eckig, die ist einfach zu frei. Wenn man jetzt zum Beispiel die Snorri-Touren sieht, da gibt es ja auch im Europapark der neue Dark Ride, wird ja auch viel mit Leinwänden gearbeitet, aber da sind die halt alle so drin versteckt, so in dem Ganzen. Und hier ist es halt mir, war es mir halt schon so ein bisschen zu eckig, aber mit diesen Tropfsteinen, die man, wenn man von hier aus guckt, ist es dann halt auf jeden Fall doch wieder sehr, sehr ansehnlich und sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, die Leinwand wirkt von hier aus definitiv viel, viel kleiner, als wie sie in Wirklichkeit ist. Das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Hui! Ja, wir nehmen einfach hier eine Liege. So, typisch deutsch, kann losgehen. So Leute, wir kommen jetzt gerade raus hier aus Snorri Saga. Das ist wohl mit Abstand wahrscheinlich die längste Wasserrutsche, die ich jemals gefahren bin. Das ist ja gar keine Wasserrutsche, das ist eigentlich so ein Lazy River ist es hier. Über 6 Minuten bin ich jetzt damit gefahren. Ihr seht auch, hier gibt es Warteschlangen. Also normalerweise werden dann hier die Leute dann halt hier warten. Hier geht's raus. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ein Doppelsitzboot haben wollt, also so ein Doppel-Zweiersitz oder alleine. Und dann geht's halt hier praktisch Snorri Saga einmal hier komplett durch die Halle praktisch durch. Ja, also ihr könnt euch entscheiden, ein Reifen für eine Person oder 2 Personen. Bin ich auf jeden Fall krass. Das ist echt zum Entspannen eigentlich. Also ihr geht oder fahrt an vielen Bischöfen vorbei, weil halt auch ja diese Meerjungfrauen zu sehen sind und so und auch Snorri natürlich. Und wenn euch das auf jeden Fall von Snorri nicht reicht, natürlich gibt es hier noch viel mehr Snorri. Snorri ist ja hier der Charakter, der halt ja zu Rulantica gehört, so wie Ed Euromaus zum Europapark, ist das hier der Charakter. Und aber auch im Europapark gibt es ja seit neuestem mit Snorri-Touren ein Dark Ride zu Rulantica. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch mal angucken, wenn ihr im Europapark seid. Oder ihr geht hier einfach mal auf den Kanal ein bisschen auf die Suche. Denn es gibt hier auch ein On-Ride von auf diesem Kanal. So, ja, wir machen jetzt munter weiter mit diesen ganzen Rutschen und werden halt direkt die nächsten Rutschen hier mal testen. Und wie das aber jetzt war, hinten bei Snorri Saga, das seht ihr jetzt in meinen Ausschnitten.
wechseln. Ich hoffe, ich bremse. Schau dich mal an. Ich denke, ich bin selber fest. Es geht direkt weiter mit den Rutschen. Wir fahren Odin-Ras. Und ja, wie ihr schon lesen könnt, geschlossene Rennreifenrutsche. Zwei Leute können, ich gucke mal, zwei Leute können da mitfahren. Genau, der kleine Mann darf Stefan hat schon einen Reifen. Reifen ist größer wie ich selbst. Ja, aber jetzt kommen wir auch erstmal hier so aus dem großen Runden, sage ich jetzt mal. Hier können wir mal kurz drauf gucken, dann kommen wir gleich rausgeschossen. Mal zu diesen ganzen Rutschentürmen, die es hier gibt. Und auch die sind nicht einfach irgendwie so, sondern sind schon thematisiert. Also die Aufgänge sind thematisiert. Hier haben wir jetzt viel schwarz angestrichen. Hier kommt auch eine Rutsche schon runter, ihr seht. Aber natürlich, wie soll es auch anders sein, je mehr man nach oben geht, desto wärmer wird die Luft. Ja, also wir gucken jetzt, dass wir hier nach oben kommen, setzen uns in den Reifen und dann geht los die wilde Fahrt. Wir sind die blaue Seite gefahren, aber da das eine Dwelling-Rutsche ist, gibt es natürlich auch eine zweite Seite. Das heißt, wir gehen nochmal nach oben und rutschen jetzt mal auf der roten Seite.
Und ja, vielleicht ist sie ein bisschen anders, man weiß es nicht. Tut mir jetzt auch leid, wenn ich jetzt nicht immer sagen kann, was für ein Rutschentyp das ist. So tief in der Rutschenszene bin ich dann auch nicht. Ich zeige euch auch mal kurz, wie es von hier aussieht. Also wir haben hier einmal Munin und Hugin. Aber wenn ihr drin sitzt, müsst ihr auf diese Buttons drücken. Dann zählt ein Countdown runter. Dann werden hier von Rot wird es auf Grün geschaltet. Und dann ist es halt praktisch ein Rennen. Dann habt ihr den Duelling-Modus. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach so runterrutschen, so wie die Leute gerade vor uns auch. Zehnmal hier die Rutsche rutschen, dann machen wir jetzt nicht am Stück. Nee, aber bis am Arsch. So ihr Lieben, ja, wir sind jetzt hier mal durch diese Tür gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Außenbereich. Hier gibt es nämlich so einen wilden Fluss, der Wildstorm oder Wildstorm heißt. Wenn wir den jetzt halt nochmal machen, netter Mitarbeiter hinzu, der erzählt hat, dass wir hier keine Online auf jeden Fall hier nicht mitfilmen dürfen bei den wilden Rutschfahrten, weil das zu gefährlich ist. Für euch als Info, ihr könnt es machen, wenn ihr, also nicht, es gibt ja einen Brustgurt, ne, den benutzt man für Onrides bei Achterbahn. Es gibt aber auch sowas, da kann man sich auf den Kopf setzen, dann steht ist die GoPro hier vorne drauf. Damit ist es laut der Person, dem Mitarbeiter, auf jeden Fall erlaubt. Deswegen seht es mir nach, die schnellen Rutschen, die können wir hier leider nicht filmen. Ich denke mal, beim Schwimmungskanal ist da jetzt erstmal keine Gefahr. Das filme ich jetzt noch mit, aber alles andere. Es muss auch einen Anreiz geben, hier hinzukommen, ne? Würde ich auch mal sagen. Ja. Deswegen erzähle ich euch trotzdem nachher noch ein bisschen so über die Rutschen, klar. Und es wird natürlich auch hier Impressionen geben, weil ich habe da auch schon ein bisschen was gesehen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es gibt jetzt hier in dem Video nicht komplett von jeder Rutsche eine Mitfahrt. So. So, und alle Leute, die man halt aus Freizeitparks kennt, die sind heute auch irgendwie da. Ich habe gerade schon, Tobi ist hier vorbeigegangen. Und ja, und viele Leute auch vom FKF, die auch heute hier eingeladen worden sind. Wir sind aber nicht mit dem FKF da, sondern mit den EP-Fans. Und ja, wurden da rüber halt eingeladen. Und jetzt geht's hier los. Was war da los? Wow, hier wird's tiefer. Was? Hier wird's tiefer. Ja. Oder was denn jetzt? Jetzt teilt er nicht. Ja, toll. Komm, wir nehmen erst den Link. Oh! Muss man hier noch zwei Videos machen, weil man hier abbiegen kann. Ich habe brulantanisches Wasser geschluckt. Ich hab die Narben geschossen. Aber das ist doch ein Jungbrunnen, oder nicht? Ja, stimmt. Ja, super. Oh. Ach, guck mal. Ja, super. Aber auch jetzt geht's noch runter. Ja, ach so. So, wir kommen mal hier zum Essen. Hier gibt es natürlich auch sogar mehrere Restaurants. Hier kann man, wie bei einem bekannten Fastfood-Giganten, auch mit einem Touch, mit einer Touch-Oberfläche bestellen. Ihr seht, es gibt Hamburger, Cheeseburger, vegane Burger, Chicken Nuggets, Kinderboxen, was gibt es denn sonst noch? Salate sehe ich, Nachspeisen, Cookies und man kann ja auch den Getränkebecher mit der Flatrate halt aufrufen. Aber nur bis zu 5 Liter. Am Tag, oder was? Ja. Oh, das ist nicht komplett alles frei. Da ist eine Sperre drin. Okay, also, aber gebucht? Neben 5 Liter kannst du nicht ziehen. Aha. Das muss man auch erstmal wissen. Da ist ein Becher für 17,50 für 10 Leute. Wenn du mit 10 Leuten hier bist, mit Freunden, geht nicht. Geht nicht. Ja, und sonst habt ihr aber
normale Freestyle-Cola 0,5 für 3,60 Euro. Alles wird halt hier mit dem RFID, also mit dieser, mit dem RFID-Chip bezahlt. Außerdem, also hier können wir gleich mal gucken, kann man das Ganze dann abholen. Ihr seht, hier gibt es halt auch noch Salate. Und es gibt eine Happiness-Station, gibt es ja auch im Europapark. Auch hier gibt es eine Happiness-Station. Und ja, hier kann man dann die Sachen abholen. Hier seht ihr auch ja, die Coca-Cola-Automaten. Wie gesagt, ich kann es ja mal kurz zeigen. Freestyle, wer es nicht kennt. Es gibt ja Cola, Sprite, alles Mögliche, was man halt so kennt. Auch Powerade zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Cola drückt, dann, ja gut, kann man jetzt nicht, weil es nicht gefunden wird, weil da kein Becher drauf ist. Aber ihr könnt dann diese Cola mit verschiedenen Sachen kombinieren. Denn ihr könnt zum Beispiel Cola mit zum Beispiel Erdbeergeschmack oder Pfirsichgeschmack oder Traube und sowas, auch mit Fanta oder Zero geht das natürlich auch, mit Zero-Sachen. Ja, also ist auf jeden Fall sehr gut und über hunderte Sorten, die man da halt irgendwie zusammen probieren kann. Hast du dir jetzt einen wunderschönen Namen genannt von dieser Station hier? Nee, spreche ihn mal aus. Ja, ich kann ihn aussprechen. Freestyle, nicht nur Coca-Cola Freestyle, sondern Coca-Cola Freestyle Füller-Up. Füller-Up? Füller-Up. Füller-Up. Zum Upfülle. Zum Upfülle. Upfülle. Upfülle und Upfülle. Ja, also das ist ein Snack-Restaurant, würde ich jetzt mal so meinen. Aber der Burger sah da auf der Karte schon sehr lecker aus, der Cheeseburger, ne? Du willst ja nur wieder Burger essen. Nee, wir gehen jetzt erstmal rüber, denn da hinten gibt es nämlich, ich glaube, wie heißt das, Norigotta? Norigotta? Ja, ich glaube. Ach so, schade. Ja, da hinten auf jeden Fall in der Ecke, da irgendwo, da gibt es auch noch was zu essen. Restaurante. Da gehen wir nämlich jetzt mal gucken. Weil wir müssen ja euch alles präsentieren, was es hier zu essen gibt. Ne? Wenn man halt schon dieses Rutschen nicht mögen darf. Essen! Geht ums Essen, ne? Essen! Ja. Ne, wenn man irgendwo, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden, bin dann hier gekommen und seitdem, also ich habe nicht gefrühstückt und gar nichts. Ja, kann ich mal ein Ohr von euch haben, bitte? Dankeschön. So. Wir gehen jetzt hier den Weg weiter, immer weiter. Aber es ist schon imposant. Also hier, ich habe ja eben erzählt, hier diese Häuser sind, du meinst, das sind diese... Ja, das steht da zum Beispiel. Die ja, stimmt. Heißt Loki. Ja, richtig. Also das hier oben, diese Häuser, die sind noch nicht ganz fertig. Aber die kann man auch noch mal mieten für schnappe 200, 300, 400, 500 Euro. Irgendwas war da? Wenn ich umgerechnet habe, ich 111 Euro inklusive Eintrittskarte, wenn du mit 4 Leuten hier bist. Ja gut, dann muss das aber eigentlich alleine über 200 Euro, 300 Euro. Ja, super, ja. Könnt ihr euch dann hier halt so einen Haushalt mieten. Und da drin enthalten sind 4 Flaschen Wasser. Eine Bedienung? Ja, eine Bedienung und ein Willkommensdrink, was auch immer das ist. Auch noch, ja. Also da könnt ihr euch auch da, das ist dann halt nochmal so ein bisschen über der normalen Masse hier rüber, ne? Also man kann natürlich hier gerne kostenlos überall sitzen oder wenn ihr es halt noch ein bisschen exklusiver haben wollt, dann bucht ihr euch da oben so ein Häuschen. Dieses Dorf allein, es sieht mega, mega gut aus. Wenn man jetzt hier mal schaut, diese einzelnen Bereiche, hier haben wir den Kinderbereich, da gehen wir nachher auch nochmal gucken. Mit ein paar Kinderrutschen, auch hier diesen Baum und diesen ganzen Wesen, die man auch so ein bisschen von Snorri-Touren schon kennt. Dann haben wir ja hier dann dieser Bereich hier um dieses Schiff mit diesem, einmal mit diesem kaputten, ja, eigentlich beides kaputte Schiff, einmal mit diesem kaputten, sagen wir es mal Piratenschiff und dann dahinter das Schiff noch. Dahinter haben wir dann nochmal diese Eiswelt, wo auch noch immens viele Rutschen sind. Ihr seht da hinten diese Halfpipe rauskommen da. Genau, das ist eine Rutsche für 4 Personen. Hier haben wir dann Snorri Saga, da sind wir ja eben schon mitgerutscht, auch sehr cool. Ja, und dann hier nochmal dieser Tropfsteinbereich. Oh, da kommt gerade ein Boot, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, schade. Ja, und in der Mitte ist dann halt hier dann nochmal dieser riesengroße, oh, hier riecht gerade nach Lack. Oh ja. Man hört auch gerade, es wird ja gerade auch wieder gearbeitet. Also, wir sind ja noch, es ist noch nicht komplett fertig, aber wie gesagt, ich muss das nicht jede 5 Minuten sagen, das ist halt auch so klar gewesen. Aber das, was man halt schon sieht, ist schon richtig, richtig schön. Hier hat man es wieder, ne? Also wenn ich da vorstelle, finde ich das halt doch ein bisschen blöd mit der Leinwand, dass sie so abgeschnitten ist. Warum macht man das nicht genauso wie bei Snorri-Touren, dass man die so da irgendwie so ein bisschen einlässt? Das wäre doch auch ganz cool. Aber naja. Also auch hier kann man sitzen, denn da hinten ist dann halt nochmal das andere, die andere Essensausgabe. Die essen ja wirklich mit Messer und Gabel, sehe ich. Okay. Ja, gucken wir jetzt gleich mal. Aber hier oben, ihr seht. Ich sehe Kuchen, da links. Ja, ich sehe es auch.
Und hier oben drüber, ihr seht, hier sind die Operator, die hier sitzen, und die sind groß, hier diese ganze Zeile lang, die das dann halt von oben alles begutachten. So. Und das Miepen war, glaube ich, das Geräusch, das jetzt langsam die Wellen anfängt. Ja, wir stehen jetzt halt genau praktisch hinter diesem Wellenbereich, der sich genau dann hier befindet. Wenn wir gleich auch nochmal. Also wir haben so viel Zeit heute. Ich nehme euch hier natürlich komplett mit durch. Aber seid mir nicht böse, wir können hier nicht die Rutschen filmen. Wir wurden jetzt eben auch nochmal kurz darauf aufmerksam gemacht. Also die langsamen, diese normalen, kleinen, langsamen Rutschen, die lasse ich auch drin. Und alles andere, die schnellen Rutschen, die zum Beispiel dahin, wo wir noch gar nicht waren, kann ich euch nicht zeigen. Ich möchte auch keinen Ärger mit dem Park haben, deswegen, wir haben das jetzt so abgesprochen und dann ist es halt auch so. Aber das ist ja auch erstmal so ein Video, um euch überhaupt mal zu zeigen, wie das hier in Rolantica überhaupt aussieht. Es wurde so lange darüber gesprochen. Wir können mal kurz hier vorne in den Shop noch. Was ist denn hier? Luma Lunda. Ach so! Das ist ein Restaurant. Ja, pass mal auf, jetzt kommen wir mit. So, er meinte, ja, hier hinten ist noch was, ja, ist irgendwie ein richtiges Restaurant. Ich denke so, was willst du von mir? So, weil das Einzige, was ich nämlich gesehen habe, ist hier vorne diese Essensausgabe. Kann man das mal sehen? Und das ist ja halt, ich denke, was für ein Restaurant. Ja, so, da vorne. Ja, ihr kriegt so wahrscheinlich nur Getränke und Kaffee und ein paar Brötchen oder sowas. So, und hier hinter ist ein richtiges Restaurant. Muss man auch erstmal wissen. Ich habe gedacht, du meintest das da. Hinter den Blubbels. Hinter den Blubbels geht's weiter. Hier haben wir, ja komm, wir gehen mal kurz, sollen wir noch kurz zu dem Shop kurz gehen? Hier habt ihr dann übrigens auch Toiletten. Wir haben Bier. Nein, man kann ja nicht Bier trinken und schwimmen, das funktioniert nicht. Ja, okay, gleich. So, auf jeden Fall gibt es hier einen Shop mit... Ich möchte die Nixe haben. Ja, das finde ich sehr gut. Die Meerjungfrauen-Bettdecke oder Meerjungfrauendecke finde ich super. Hast du gerade Seehund gesagt? Ne, Meerjungfrau, hoffe ich doch, weiß ich nicht. Ja, also wenn ihr eine Schwimmhose vergessen haben solltet, dann könnt ihr euch die auch hier nochmal besorgen. Die gibt es nämlich auch. Und ansonsten natürlich Artikel von Soundtrack. Ich glaube, ich war Snorri-Touren-Soundtrack. Ja, Leute, der wird nachher auf jeden Fall gekauft. Und ansonsten auch ja ein paar neue Sachen. Rolantica the Musical könnt ihr hier als CD auch noch kaufen. Gibt es ja leider nicht mehr. Wurde in diesem Jahr zum letzten Mal aufgeführt. Sehr schöne T-Shirts auf jeden Fall. Und ja, hier hat man glaube ich eine Kooperation mit Chiemsee, weil es gibt auch vorne einen Shop, das ist ein Chiemsee-Artikel, was man halt so kaufen kann. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall hier die CD kaufen. Für euch vielleicht mal als Info, wenn ich jetzt schon diese CD zeige. Dann gucken wir auch mal kurz an den Preis, wenn überhaupt ein Preis draufsteht. Ich habe gar nicht gesprochen. 9,99 €. Also wisst ihr Bescheid. Das ist aber dann jetzt der Soundtrack von dem Dark Ride, den es im Europapark gibt. So. Das möchtest du gerne haben, ne? Ja. Das hat er eben schon im Auto gesprochen. Ich will den ganzen Tag trinken. 17,50 € oder was? Ja, 95. Ja, gut. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal langsam Richtung Hammer. Ja. Dann brauche ich nämlich jetzt gleich auch wieder einen neuen Akku, weil ich habe so viel. Das Rolantica Buch gibt es ja übrigens auch hier. Da vorne gibt es auch noch Süßigkeiten, so diese Schnürriemen, die ihr halt so kennt. Hier gibt es übrigens Toiletten, wenn ihr mal kurz auf Klo müsst, dann warten wir so lange auf euch, wenn ihr wollt. Ne? Okay, erstmal alles gut. Ja, dann gehen wir dann einfach weiter. Und ja, gehen wir mal kurz hier in das Selbstbedienungsrestaurant. Selbstbedienungsrestaurant, um euch das auch nochmal zu zeigen. Hier gibt es natürlich dann auch wieder Filler ab. Gibt es auch Filler ab. Ja, Filler up. Ja. Ja, so ganz viele. Ja, na, Essen. Was sagen wir? Mein Bauch sagt auch Filler ab. Ja, Nudeln haben wir gesagt. Ja. Auf jeden Fall haben wir Nudeln zum Beispiel. Was gibt es denn hier sonst noch? Pizza. Aber es sind halt auch nur so Stücke, ne? Nicht was du sagst, das von wegen à la carte gibt's ja nicht. Nein. Auf jeden Fall gibt's Pizza und Salate. Gibt's auch sehr lecker hier. Wie ihr hier seht. Nein, die sind definitiv nicht klein. Ja. Sehen auch sehr, sehr gut aus. Mozzarella, sehr, sehr gut. Schnecken. Hier gibt's Gurken und Tomaten. Und natürlich auch, was Obst und
Guck mal, da sind wir jetzt wieder da, wo ich eben war. Ne? Also, das ist miteinander verbunden. Ja. Nach vorne. Ja, jetzt müssen wir uns noch überlegen. Gefächer. Das stimmt. Und da willst du jetzt abfahren. Ah. Oh, deswegen. Ja, also wir überlegen jetzt auf jeden Fall mal, was wir essen wollen. Und dann würde ich euch sagen, wir zeigen euch das dann, was wir dann auf dem Teller haben. Ja. Ne? So machen wir das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Burger schnappt mich eher an. Ja, vor allen Dingen, was wir noch nicht von heute Abend machen, ne? Eben. Wir wollen noch was Kleines essen, weil wir sind nicht nur heute hier, sondern morgen ist ja dann praktisch, wir haben übrigens heute Freitag, den 22. November. Morgen ist die Eröffnung des Winterzaubers hier am Europapark und da sind wir natürlich auch. Und es gibt natürlich dann auch von der Wintersaison und von dieser Eröffnung natürlich auch ein Video hier. Ich muss noch mal gucken, wann ich wie, wo, was als erstes schneide, weil es ist halt irgendwie alles gerade sehr brisant, ne? Aktuell. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich denke mal auch, dass die Videos alle sehr zeitnah hintereinander wegkommen werden. Jetzt rede ich ja schon 11 Minuten 50 durch. Ich sage, wir sehen uns gleich mit Essen auf dem Teller. Juhu! So, es wird bestellt. Wir haben uns für den Burger entschieden. Also gibt's auch Burger. Ich wähle den Cheeseburger mal aus. Was hätte ich denn gerne als Beilage? Salat oder Pommes? Hinzufügen. So, Getränke. So, dann Bestellung abschließen. Hätte ich gerne noch was. Wir gucken noch mal kurz durch, was es sonst noch gibt. Also das sind hier gefühlt auch die Salate, die es drüben gibt, ne? Ja. Es gibt hier auch dieselben Salate und auch, ja, ich denke mal hier, das wird dann auch dasselbe sein, was an den anderen, an früher, an Beilagen und Süßigkeiten. Bitte? Das kochst du gut. Echt? Bei der Bestellung, ja. Hä, wo gibt's den denn? Wo hast du den denn gesehen? Ja, genau, schieb mal weiter da. Weiter, immer weiter. Ach, guck mal. Wow, was ist das denn? Oh. Nee, wo kommt der? Ah, hier. Hinzufügen. Ja, cool. Also, Cheeseburger, Cola Freestyle und so ein Kokosriegel. Kostet zusammen 11,40 €. Ich sage, bestellen. Und, jetzt muss ich das, mein Dings hier vorhalten. Bitte warten. Oh, nochmal. Nochmal probieren. Vielleicht war ich auch zu kurz dran an dem Ding. So. Ich bin nach Problemen gestoßen, ich. Ich auch. Ja. Dann, vielleicht gehen wir auch einfach nach vorne und bestellen da. Vielleicht ist das auch irgendwie möglich. Also das ist genau das, was wir halt auch gesagt haben. Es kann natürlich sein, dass hier immer ein bisschen zu Problemen kommt, weil wir sind ja noch im Testbetrieb. Hier haben wir genau so ein Problem. Und ich denke mal, dass wir vorne bestellen sollen, müssen, dürfen. Also direkt an der Kasse. Machen wir das mal. So, wir haben jetzt direkt hier bestellt. Das geht auch. Und das hat gar nicht gedauert. Also war sehr gut auf jeden Fall. Und ja, wir gehen jetzt hier zum Freestyle-Automaten. Das Gute Lustige ist, hier unten, vielleicht seht ihr es, hier ist ein RFID-Chip auch drin. Das wird hier vorne irgendwie auf so ein Ding gestellt. Da wird das irgendwie aktiviert, sodass man das einmal befüllen kann. Und hier seht ihr auch die ganzen Sorten. Hier sind Limette, Orange, Vanille, Kirsch, Kirsch, Vanille, Zitrone, Himbeere. Was nimmst du? Limette. Cooler Limette. Da musst du jetzt da nochmal drauf holen. Da ist aber kein Eis drin, ne? Ja. 0,5 auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehen die Gläser auch sehr cool aus. Ja. Ja. Für Plastik ist, ne? Ja. Prost, ne? Ja, Prost. So, also. Jetzt mal ein bisschen Eis. Und ja, was nehme ich denn? Ich weiß nicht, Cola oder Fanta? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ach komm, ich nehme auch mal Cola. Und ich nehme. Ich mag ja Cola Kirsch und ich mag auch Cola Vanille. Ich nehme einfach mal Cola Kirsch Vanille. So. Ja, voller geht nicht, so kennt man ihn, weiter geht's. Wir sitzen jetzt hier am Gabentisch. Ich präsentiere euch mal unser Essen, ja. Total fettfrei.
Fritten, ich finde die sowieso immer sehr lecker. Das sind auch in Kronasal, da haben sie selben Fritten. Mhm. Ich mag die. Und ja, der Hamburger, Brioche-Brötchen, sieht ein bisschen, naja, ne? Wie man es halt so von so Fastfood-Ketten kennt, ich probiere jetzt einfach mal. Ja, also ich muss sagen, genauso schmeckt es auch. Das ist genau. Ich weiß nicht, was das für ein Brötchen ist, keine Ahnung. Ja, so ein Brioche-Brötchen, das ist auf jeden Fall mit, ja, so ein bisschen süßlich, süßes Weißbrot irgendwie. Und die Cola, ja, wir lassen uns das mal gut schmecken. Und dann so ein Hamburger Patty zwischen Berliner oder so. Hä, was? Nein, das ist einfach ein Weißbrot, ein süßes Weißbrot. Ja. Brioche-Weißbrot. Was ist denn für ein Berliner? Ist da Zucker oben drauf oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du einen komischen Geschmacksnerven? Das ist ein Mac-Cheese. Ein Mac-Cheese, ja genau. So, jetzt mal weiter. Hier im Kinderbereich, also in dem Themenbereich, wo ja, für Kinder irgendwelche Rutschen sind. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön hier alles gestalten, hier mit diesen Baumfiguren und hier diesen Pilzen. Richtig schön. Und hier gibt es eine Rutsche, die ist auch sehr interessant. Die sieht halt aus wie so ein Maul. Hier kommt die Zunge und daneben rutscht man halt runter. Richtig cool. Was ich noch nie gesehen habe, ich bin ja auch nicht so im Rutschen-Business irgendwie so, ne? Bei mir geht es ja mehr um Fleischverkauf und Kirmes. Aber was ich noch nie gesehen habe bei einer Rutsche, dass man On-Ride-Fotos da kaufen kann. Das ist total krank. Also man kann das auch hier direkt hier bezahlen und dann hat man es irgendwie gekauft und kriegt das dann wahrscheinlich nachher am Ausgang irgendwie ausgehändigt. Hinten gibt es halt auch noch Rutschen. Das war das ein Speed-Rutschen da oder was war das? Echt? Wo das auch mit den Fotos war. Ich war auf jeden Fall dahinter irgendwo, ja, bei den genau, Rutschen. Richtig. Wahrscheinlich die Freifall-Rutschen. Oder die, ja. Da gibt es das oder, halt auch. Oder die anderen Rutschen hier oder hier die Dueling-Rutschen, die Racing-Rutschen. Könnte auch sein, aber da habe ich nichts die gesehen, dass es irgendwie gewirkt hat. Ja. Also da gibt es das irgendwie auch. Guck mal, jetzt. Komm. Richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht. Achso, das ist ja Anstellbereich. Ihr seht, es ist auch schon ein bisschen dunkler geworden. Ich wollte euch nochmal ganz kurz hier die Small zeigen. Hier diese Zunge nochmal. Richtig cool. Ja, mehr muss jetzt nicht sein, hier laufen kleine Kinder rum, müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Es gibt ja auf jeden Fall noch so ein paar kleine Rutschen, aber es ist halt auf jeden Fall nicht so ja, interessant jetzt an Rutschen jetzt für die Erwachsenen. Was ich sagen wollte, ihr seht, es ist schon dunkler geworden, überall sind die Lichter an. Ja, wir haben es doch nicht mehr geschafft, alles im Hellen zu filmen, macht aber nichts, auch im Dunkeln sieht das hier mega schön aus. Wir sind jetzt eigentlich alle Rutschen, große Rutschen jetzt alle gerutscht. Ja, was soll man sagen zu Rutschen? Also ich finde, ich kann ja schon mal ein kleines Fazit so nebenbei mal ziehen. Ich finde hier thematisch alles richtig, richtig schön. Sieht gut aus. Aber ich habe zwei Kritikpunkte. Der eine Kritikpunkt ist das Essen. Der Burger war jetzt halt also von großen Fastfood-Ketten jetzt nicht unterscheidbar, auch nicht vom Geschmack, fand ich.
Pluspunkt gibt es halt für die Getränke, dass man sich ja so viel aussuchen kann. Auch die Pizza, die war halt schon vorgefertigt, die war halt, ja, ich weiß nicht, fand ich jetzt nicht so. Ja, fand ich jetzt nicht so toll. Fand ich jetzt nicht so toll. Hier, komm da. das war halt ein bisschen, könnte man auch ein bisschen dran feilen, besonders wenn man überlegt, ihr habt es ja im Video gesehen, die zwei Restaurants, die gibt es einmal hier und da hinten. Wir sind jetzt hier sehr wenig Leute noch. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, an einem Tag, wo hier wirklich alles ausverkauft ist, mit diesen zwei Restaurants die ganzen Leute abzufertigen, ich glaube, da könnte es Probleme geben. Die andere Sache sind die Rutschen. Viele Rutschen sind sehr kurz, wie ich finde, und thematisch halt auch irgendwie nicht so wirklich spannend. Ich hätte mir dann schon so gewünscht, dass zum Beispiel wie bei diesem Lazy River, da gibt es ja so ein bisschen thematische Gegenstände, ein paar Bildschirme, ein bisschen Musik und so, dass man das auch bei den großen Rutschen hat. Hat man aber nicht. Das sind halt, ich sage jetzt mal so Standardrutschen. Noch nicht mal, dass da irgendwie so Lichteffekte drin sind oder Sound. Es gibt ja auch so Röhren, wo man halt mit Sound arbeiten kann. Kenne ich von anderen Parks. Ist hier nicht, sondern es ist dann halt wirklich nur die nackte Rutsche. Klar, der Aufgang überall, der ist immer thematisiert, aber wenn es dann zum Rutschen geht, ist es halt eine stinknormale Rutsche. Da hätte ich mir auch irgendwie was gewünscht. Vielleicht, dass man halt auch die Röhren von innen irgendwie ein bisschen anmalt oder dass man da halt mit Sounds arbeitet, mit Lichteffekten. Da könnte man ja auch ganz, ganz viel machen. Also so wie man halt einen Dark Ride thematisiert, kann man auch so eine Rutsche thematisieren. Gerade wenn wir hier vom Europapark reden, hätte ich das eigentlich so ein bisschen gewünscht. Vielleicht nicht bei jeder Rutsche, aber ja, so ist es halt nur eine normale Rutsche, die man halt auch in anderen Parks findet. Vielleicht nicht in der Häufigkeit so viele wie hier, aber es ist halt trotzdem jetzt nicht so besonders als das, was man hier alles drumherum sieht, muss ich leider so sagen. Aber hier ist ein bisschen Klugheim. Hier ist ein bisschen Klugheim, ja, dahin. Ich war hier rum. Ja, stimmt, ja. Ja, gut. Also, es gibt, ja, das, da ist ein bisschen Klugheim. Wir können ja noch mal kurz ein bisschen näher dran gehen. Hier ist auf jeden Fall, ja, erstmal die Lampen sind ein bisschen Klugheim. Und die Felsen, ne, die Basaltfelsen, ja. Ja, aber wie gesagt, also das soll es jetzt halt nicht, also das Gesamtergebnis ist halt irgendwie schon toll, aber die Rutschen an sich finde ich dann halt schon, hätte man ein bisschen mehr drauflegen können. Wir sprechen hier zum Beispiel von einer Halfpipe-Rutsche, die man mit vier Leuten halt fahren kann. Alleine darf man sie nicht fahren, sondern sonst mit zwei, drei und vier. Drei ist aber auch verboten, obwohl es auf dem Schild steht. Dann haben wir noch die Möglichkeit, eine Trichterrutsche zu fahren, auch mit Reifen. Die ist ganz witzig, da gibt es Boote für eine Person oder für zwei Personen. Ja, so ein paar Speedrutschen gibt es, dann gibt es halt noch so ein paar Kinderrutschen, die habt ihr ja vielleicht schon gesehen, hier in dem Schiff halt drin. Und was haben wir noch? Ja, so Rutschen, wo man dann halt einfach so ins Wasser plumpst, die einfach so einen Meter übers Wasser oder zwei Meter da aufhören. Die sind gut. Wow. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache. Es ist ab und an doch dann ein bisschen rutschig, wenn hier schon viele Leute gelaufen sind. Die meisten Leute laufen ja auch mit Badelatschen rum. Gerade ist hier kein einziger zu sehen, aber glaubt mir, es laufen ganz viele Leute mit Badelatschen rum. Ja, auch aber wir haben sie jetzt nicht an. Ja, also es ist schon sehr schön, gerade jetzt auch wenn es hier dunkel wird. Ihr seht das halt von der Beleuchtung her richtig nett. Aber wie gesagt, für mich jetzt erstmal so von dem Rutschen her jetzt nicht so krass, wie ich es mir vielleicht erwarte. Ich hätte mir dann doch schon noch so ein bisschen mehr an Theming und so dann erhofft. Aber ja, also wie gesagt, ich finde es halt auch so ein bisschen schwach, was so das Essen angeht. Es gibt halt diese zwei Restaurants. Ich finde es auch relativ teuer. Klar, wir sind in einem Freizeitpark, da muss man halt mit rechnen. Aber 4,90 Euro für den, ihr habt den Burger gesehen, finde ich dann halt auch schon, oh, ja. Und gut schmecken war es jetzt auch nicht, das war halt wirklich nur das Fleisch, ein bisschen zu viel Senf und ein bisschen Ketchup. Das war's dann. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran tun. So, wir nutzen jetzt nochmal die Gunst der Stunde und filmen hier noch ein bisschen, weil wir sind ja mit eben unsere Handys rausgeholt, damit wir hier noch ein bisschen filmen können. Ein paar Impressionen machen können. Wie gesagt, es wird halt sicher mit der normalen Kamera gefilmt, weil das tue ich der Kamera jetzt nicht an hier, dieses feuchte Klima. Aber ja. Es werden am Abend jetzt auch mehr Leute. Man merkt es, man muss auch anstehen jetzt. Vorher sind wir durchgegangen.
überall, wo man anstehen konnte, die ganzen... Ja, das stimmt. Die ganzen Q-Lines, also diese ganzen Wege nach oben, die konnte man heute Morgen halt komplett so durchgehen und jetzt muss man da halt schon anstehen. So, hier hat man auch noch so ein bisschen Easter Egg-mäßig was, ne? 2019 steht da so drin. Haben wir sonst noch irgendwie was? Hier steht auch noch irgendwas drin. Ja, ich glaube, ihr seht das gar nicht, weil es jetzt schon ganz zu dunkel ist. So, ja, ich würde sagen, ich melde mich nachher nochmal. Wir filmen jetzt erst nochmal ein bisschen was für euch, damit ihr auch zu sehen habt. Foto für Instagram. Wir haben uns jetzt mal hier Cocktails genehmigt. Ihr seht's, hier zwei stehen zwei. Kosten immer 7,90 Euro. Wir haben hier welche mit Alkohol. Wichtig ist, hier gibt es noch einen, der hat ein bisschen weniger Alkohol als alle anderen. Auch gut gekennzeichnet für Leute, die natürlich fahren müssen. Dann haben wir auch noch alkoholfreie Cocktails, die kosten 5,80 Euro. Haben natürlich alle immer Bezug zu Rolantica. Longdrinks gibt's auch. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch normale Sachen, ne? Also alkoholfreie Getränke wie Cola. Hier gibt es halt dann nicht normale Cola, nicht diese mit irgendwas anderem noch drin. Biere gibt es halt auch. Ich bin der Meinung, dass hier das Erdinger Weißbier teurer ist als im Europapark drüben selber. Mit 5,10 Euro steht das jetzt zu Buche. Ja, und da gibt es hier halt noch andere Sachen. Sekko und, ja, weiß ich nicht, vegan Kuckum und Rice und Organic Latte. Ja, irgendwie so Cold Brew. Coffees, die es jetzt überall gibt. So sieht übrigens die Bar aus von der Seite. Also hier ist kein Wasser. Und ja, so sieht das aus. Und auf der anderen Seite sieht es natürlich so aus. Wir alle sitzen natürlich hier schön im Wasser. Auf Höckerchen. Oder wir stehen halt. Ist irgendwie schon ganz cool. Kann man mal machen. Ne? Kann ich irgendwie aus der Therme rausgehen. Ich glaube, ich kann das auch. Ja, einfach schön. Sag doch mal, was hast du denn da? Ja, wir wollten doch gerade sagen, was hast du denn da? Also ich habe hier den, wie heißt der denn? Ja. Vorbereitung ist das halbe Leben. Tornado Wave. Tornado Wave, genau. Naja, den Tornado wahrscheinlich. Wodka, Tequila, Erdbeer, Zitrone, Maracuja. Und ich habe Cannonball, Gin, weißer Rum, Kirsch, Sahne, Amaretto, Ananas, Kirsch. Miss Gin. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich noch nie Gin getrunken. Ich bin doch nicht so der Gin-Freund. Das erste Mal. Ich probiere es einfach mal. Mal hier ja. Ist das schön, ne? Ist das schön, ne? Probieren wir mal. Kann man aber mal machen. Oh ja. Ist sehr lecker. Ja. Dann auch. Kann man auch zu Fuß zum Hotel gehen. Ja, lass uns auch noch stehen. Wir schwimmen zum Hotel heute.
Ja, also wir sind ja so eine Art Grotte hier da vorne durch. Kann man übrigens auch noch hin. Da gibt es halt ja, so ein Whirlpool ab und an. Kann man auch hier komplett in diesem ganzen Pool mit den Getränken rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das überall gewünscht ist, aber hier definitiv ja. Da hinten hat man, ihr seht es, da hinten ist auch gerade so Whirlpool-mäßig da was an. Und das wechselt immer. Einmal die Seite, einmal die da drüben die Seite. Ich finde das sehr schön. Besonders da hinten, ihr seht es halt gleich kaum, aber das ist ein grüne Licht da. Und hat diese ganzen, ja, dieser Wald, der ist, diese ganze Tannen, richtig, richtig schön. Und ja, also diese Gläser, die sind aus Plastik. Die werden hier drin auch, zum Beispiel die Cocktails werden hier drin auch gemacht. Auch die Biergläser sind aus Plastik. Und ihr kennt ja vielleicht diese Erdinger Weißbiergläser. Die gibt es ja auch im Europapark. Da ist das Europapark-Logo drauf. Und hier natürlich Volantica-Logo drauf. Und die sind halt auch aus Plastik. Also, ich weiß gar nicht, man sieht es ja da vorne. Da stehen sie. Aber ich glaube, das ist jetzt so weit weg, dass ihr das irgendwie erkennen könnt. Ja. Wir sind immer noch dran mit deiner Story. Ja. Also, diese jetzt nicht, eine andere. Ach so. Okay. Ja. Ja, also ich finde es auch schön für den Kuchen. Oh, wollte ich einfach gucken. Was komisch. Also ich finde es auf jeden Fall hier sehr schön, aber im Dunkeln hat das irgendwie noch ein bisschen mehr Charme. Definitiv. Also ich finde es mindestens dreimal besser. Einmal besser. Wenn die Sonne hier reinscheint. Ja, stimmt. Das ist auch nicht mehr so warm. Nein. Also das kann man auf jeden Fall machen. Das Wasser ist immer gleichbleibend wie viel von Essigkeit. Ja. Nein, wo gleich bleiben viele Leute hier. Das ist das Gute. Nein. Nein. Ja, wie macht man das, was in der Pool war? Wir wurden gut oder so, nein. Aber ich finde das halt schon irgendwie krass. Ich meine, es kann immer mal so ein Unglück passieren, dass ihr jetzt mal ein Bier hier reinkippt oder so, ne? Ja. Aber ja, ich finde das schon cool, dass es halt so was hier irgendwie, dass man hier so sitzen kann. Kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit. Ich hier so einen Alkohol für. Das kann auch sein. Wenn ihr wieder abgepumpt, dann kommt ihr wieder ein bisschen Spaß. Was wollte ich sagen? Ja, also es tut mir leid, eigentlich hatte ich vor, auch hier den ganzen Tag drüber rumzufüllen, aber damit wir, weil wir hier auch erstmal ein bisschen Bescheid wollen, wussten und auch erstmal was fahren wollten oder rutschen wollten, gab es tatsächlich so viele Aufnahmen noch von, oder Impressionen, fast gar keine, als hier selber. Das liegt aber auch daran, dass es einfach ein bisschen hantier ist. Ich habe jetzt hier mein Handy mal mit ausgepackt. Ich kann jetzt hier halt rumsitzen, aber wenn man halt jetzt hier rutscht oder so, dann kann man halt die Sachen halt nicht mitnehmen. Also müssen wieder eingeschlossen werden. Das heißt, der Weg ist weit. Der Weg ist weit. Ja, so weit auch nicht, aber ja, das ist halt dann schon nervig. Genau. Deswegen haben wir es halt so gemacht, dass wir dann ab und an die Kamera holen oder die dann wegpacken. Weil von den großen Rutschen können wir ja eh nichts filmen. Deswegen haben wir die Zeit dann auch so ein bisschen genossen. Und es ist ja auch wirklich da, um euch das hier mal alles ein bisschen näher zu bringen. Alles andere. Müsst ihr ja mal selber erleben, ne? Müsst ihr mal hierher kommen. Ja, auf jeden Fall hierher kommen. Ich meine, ihr habt jetzt schon einiges gesehen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier findet. Volantica, lange wurde darüber berichtet. Ist es das Geld wert oder ist es nicht wert? Findet ihr es toll? Findet ihr, habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Könnt ihr alles mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wir trinken jetzt hier unseren Cocktail aus und dann schwimmen wir hier noch eine Runde. Wir waren nämlich noch nicht einmal im Wellenbecken. Ja, genau. Immer drumherum, aber nicht einmal drin. Das werden wir ändern. Auch noch nicht. Stimmt, im normalen Becken. In dem Bereich für im Sommer eigentlich. Ja. Da ist man auch noch dran, ein bisschen mit dem Fahrrad zu arbeiten. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist noch nicht komplett fertig, aber was hier zu sehen ist, ist schon ordentlich. Ja. Thank you.
sind fertig mit Trinken. Ich wollte euch hier nochmal ganz kurz nochmal hier so ein bisschen rumführen. Hier seht ihr mal die schön gestalteten Felsen mit den schön gestalteten unechten Tannenbäumen. Ja, hier drumherum sind überall Sitzplätze. Ja, hier auch. Ja, hier kann man auch, oder? Bin ich ganz blind. Ne, hier kann man nicht sitzen. Aber hier vorne, da auf der anderen Seite, kann man sitzen. Zum Beispiel da. Und dann geht mal hier, mal da, gehen dann hier die, ihr seht es gerade, die Brummels an. Ja, Whirlpool Deluxe. Und überall hier in den Felsen sind hier Lautsprecher drin. Ihr seht es ja hier. Und wenn man ganz da reingeht, dann hört man es auch ein bisschen lauter. Ja, sehr, sehr, sehr fein auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr schön angeleuchtet hier, das Grün. Das passt echt eher irgendwie in diesen Wald rein. Richtig hübsch. Und ja, hier gab man ja nochmal auf Winterhall, so heißt nämlich die Eiswelt, Winterhall, nochmal so ein bisschen den Blick. Hier geht ihr übrigens da vorne, geht ihr rauf, wenn ihr mit den großen Rutschen fahrt, fahren wollt. Links und rechts, sieht man auch, ist halt dieser Eispalast. Und hier in der Mitte, ihr seht es ja gerade, da werden die großen Reifen hoch transportiert. Mit denen ihr dann da rutschen könnt oder auch rutschen müsst. So. Da draußen wollen wir nochmal. Hast du es verloren? Nee, noch nicht. Noch nicht. Da draußen wollen wir noch und wir wollen auch hier nochmal an diesem Schiff dann nochmal reingehen, weil ich habe jetzt die Handy dabei, da können wir noch ein paar schöne Aufnahmen auf dem Wasser machen. Aber ihr seht, also das ist draußen. Draußen ist dunkel. Das hat man so, wenn es Abend wird. Ja, also auch jetzt, es wird jetzt noch viel mehr angestrahlt als eben, habe ich gerade das Gefühl. Guck mal, wie schön hier dieses Schiff einfach hier so da drin steht. Herrlich. Ja, richtig toll. Und dann noch das zweite. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja cool. Ich habe eben auch schon zu Stefan gesagt, wenn man jetzt mal so überlegt, so der Preis, ich weiß gar nicht, über 38,50 der normale Preis. Wenn man jetzt mal so überlegt, wie viel so ein Europapark bietet und wie viel jetzt hier bietet. Klar, bietet halt viel, aber ich finde jetzt halt so, klar, man kann jetzt den ganzen Tag verbringen, machen wir jetzt auch, aber man muss es auch nicht. Ne? Also man kann auch vielleicht schon ein bisschen früher durch sein. Man hat hier nicht so die Möglichkeit, Shows zu besuchen oder so wie in einem Freizeitpark. Das ist halt was anderes. Aber ja, das Problem ist halt, wenn man mal im Europapark ist, dann kann man das hier mal für den Tag mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es angenommen wird und muss man halt wirklich mal gucken, nachher im Ganzen, ob jetzt wirklich Leute nur hierfür hier hinfahren, von weit weg und das auch für 2-3 Tage machen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, da glaube ich eher, dass man das halt dann nochmal so den Aufenthalt verlängert und halt dann ja seinen Europapark-Aufenthalt verlängert und dann einen Tag dann hier hinkommt. Und das können wir schon eher vorstellen. Ich muss ja ein bisschen aufpassen mit den rutschigen Schuhen. So, und hier hat man dann auch mal gegrillt auf die auf das Wellenbad, was gerade wieder ist. Und da liegen unsere Handtücher. Den ganzen Tag, seit Mittag. Nicht einmal benutzt die Regel. Ja, wir sind immer unterwegs. Immer unterwegs für euch. So, ja, ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen Aufnahmen und da noch ein bisschen Aufnahmen. Und dann legen wir euch mal weg mit der Kamera. Dann rutschen wir noch ein bisschen. So, ihr Lieben, wie ihr gerade seht, ich bin wieder angezogen. Wir sind raus und sind jetzt wirklich fast bis zum Ende geblieben. Ja, ich wollte mal ein kurzes kleines Fazit nochmal halt ziehen, was mir gefallen hat und was nicht. Also, man muss gar nicht reden, das hat hier, ist überdimensional groß hier das Ganze. Richtig krass. Es sieht halt schon aus wie ein Hotellobby oder auch selbst für eine Hotellobby ist es riesig. Viel zu groß. Man hat das Ganze übrigens oben hier, ist nochmal, man hat 2 Etagen. Da ist, glaube ich, auch dann der Durchgang vom Hotel von Kronasar ist hier, kommt man halt rein und oben gibt es dann halt auch nochmal Umkleiden und hier unten gibt es Umkleiden, hier gibt es auch noch einen Shop und so. Also das ist auf jeden Fall, da muss ich da auch nirgendwo für verstecken. Es ist schon richtig cool. Man hat auch kein Geld dabei, ne? Man hat hier diesen RFID-Chip und damit wird hier alles bezahlt. Gut, bei Stefan war es jetzt doppelt und doppelt drauf, ja, was er bezahlt hat, aber es kann halt mal passieren. Ja, ja. Direkt stornieren, alles gut.
Genau. Und ja, mit dem Ding geht man halt nachher hier wieder durch das Drehkreuz. Ich kann es jetzt mal einblenden, ich habe das halt auch gerade gemacht. Man steckt das halt einfach sein RFID-Chip in so einen Schlitz rein und dann prüft er, ob man durchgehen darf und alles bezahlt hat. Und wenn ja, dann kann man passieren. Ja, das ist auch ganz cool. Hier an der Ecke gibt es übrigens noch einen Café. Da kann man auch, wenn man jetzt hier hinkommt, schon mal was trinken, bevor man überhaupt drin ist. Das sind halt so alles so die positiven Sachen. Wir waren auch draußen noch, riesengroß draußen eigentlich. Also das Schwimmbad oder beziehungsweise der Pool draußen hat übrigens auch nochmal einen Pool. Da gibt es sogar Stehtische drin und halt auch so Hocker, wie wir es auch drinnen haben. Also auch da ganz cool. Kann man im Sommer dann draußen seine Cocktails schlürfen. Sehr, sehr schön. Was mir halt nicht so gefallen hat, ist halt irgendwie das Essen. War jetzt halt irgendwie typisch Freizeitpark, also nichts Besonderes. Und das hat auch... Also ich habe schon sehr viele bessere Burger gegessen, muss halt leider so sagen. Und auch Pizza sah jetzt nicht so teuer aus. Gut, wir haben es jetzt nicht probiert, aber auf gewärmte Pizza, naja. Salat auf jeden Fall sehr groß, sehr gut. Wir hätten uns wahrscheinlich eher für den Salat entscheiden sollen. Das war auf jeden Fall, was mir noch negativ aufgefallen ist. Ich meine, hier überall wird auch überall hingewiesen, dass man halt auch mal Kritik jetzt äußern soll, weil wir sind ja jetzt in der Testphase. Es wird schön thematisiert, nur man vergisst manchmal so die Decken. Also wenn man halt zum Beispiel diese Tropfsteinhöhle, wo die große LED-Leinwand halt hat, da sind oben so Stalaktiten, ne? Von oben, das sind die... Die runter. Ja, genau, sind Stalaktiten. Ah, in der Schule aufgepasst. So, und wenn man halt das von Weitem aussieht, dann ist das ganz schön. Nur wenn man halt direkt drunter steht, da ist halt die, oben die Decke ist komplett in schwarz gestrichen. Warum auch immer, warum man das nicht in der gleichen Farbe streicht, wie diese Grotte da ist, ist mir irgendwie unklar, weil das sieht halt einfach pottenhässlich aus, weil dann diese Stalaktiten da von der Decke irgendwie hängen und einfach, ja, weiß ich nicht, die haben so eine Ockerfarbe und die Decke ist aber schwarz, finde ich halt irgendwie nicht so cool. Und in den Aufgängen zu den einzelnen Rutschen genau dasselbe. Da wird gearbeitet mit Thematisierung, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Und dann, also die Wände sind halt oben komplett schwarz, die Decken sind auch schwarz. Da denke ich mir auch so, okay, wenn man zum Beispiel in dieser Eiswelt ist, warum... Also das Kleinste, was man machen kann, ist einfach die Wände weiß streichen, dann, um da dieses Eisfeeling zu haben. Ne? Ja. Also das verstehe ich nicht so ganz, warum man denn da irgendwie aufhört. Klar, man kann vielleicht nicht alles komplett da so thematisieren und da Felsen reinbauen und so, das muss ja auch gar nicht. Man kann ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, so mit Eis komplett weiß und dann halt einfach so, weiß ich nicht, blaue Striche so, dass es so aussieht, als ob das Eisbrocken sind. So könnte ja auch zum Beispiel, da muss man halt da nicht so thematisieren. Also das sind so Sachen, die haben mir jetzt nicht so gut gefallen, das sind aber, ist aber auch, die haben auf hohem Niveau, finde ich. Ich denke immer so, ich gucke halt immer, ich bin so ein bisschen rüber zum Europapark, wie ist es da und wie baut man es hier? Man muss mal überlegen, dass der Europapark hier mit Wasserparks überhaupt gar keine Ahnung hat. Ne? Also das ist halt jetzt erstmal... Das ist schon über 50 Jahre bauen die da, ne? Eben. Und hier ist es erstmal alles neu. Genau, und wenn man dann hier erstmal guckt, wie krass groß hier diese Eingangshalle und das so alles ist, also da wird auch schon sehr vieles richtig gemacht. Aber vielleicht ändert man da halt auch noch ein bisschen. Es wird auch hier und da wurde halt auch noch gewerkelt. Man hat auch gerochen, dass man mit Farbe gearbeitet wurde. Es wurde auch noch gespachtelt irgendwo. Also da ist man auch noch nicht komplett fertig. Da draußen der Bereich, da sind sie auch noch am Baggern und alles. Also das dauert auch noch ein bisschen. Da glaube ich auch nicht, dass das bis jetzt Ende der Woche fertig wird. Nee. Das dauert wahrscheinlich auch noch bis in die Sommersaison rein, denke ich mal, wenn man dann halt auch draußen das halt einfach nutzt. Auch bei der Bar draußen war noch viel Arbeit. Ja. Also da war auch noch viel Arbeit. Auf jeden Fall. Ja, und also dieser Lazy River, den wir drinnen hatten, wo wir da so 7 Minuten da rumfallen, also was eigentlich so in Dark Ride als Wasserbahn getemt ist, fand ich auch ganz gut. Nur wie wir zum zweiten Mal jetzt gefahren sind, fand ich dann halt auch so, ja, die Lichter, wie da die versteckt sind, also weiß ich nicht. Das war halt auch, also da hat man halt irgendwie so aus Plastik, das sieht aus wie ein Stein, die sind aber auch schon kaputt gerissen. So wie so eine halbe Eierstahle sieht das manchmal aus. Das fand ich halt auch, nicht immer so ganz prickelnd. Aber wie gesagt, da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich war froh, dass ich hier sein konnte. Vielen lieben Dank dafür, dass es sowas gibt. Ne? Also nach dem Hotel, was wir hier besuchen. Man muss sagen,
Wir haben natürlich jetzt fürs Essen voll bezahlt, aber Eintritt und Parken, all das kostenlos. Ne? Also ist heute im Pre-Opening komplett kostenlos, weil man ja auch das Feedback haben wollte und einfach ganz viele Leute hier haben würden, die das dann auch testen. Ja, für alles andere kommt selber mal hier hin. Ich hoffe, ich habe jetzt euch ein bisschen ja, näher bringen können. Ich finde es so richtig, richtig schön eigentlich. Nur ich müsste halt auch noch ein bisschen mehr von dieser Story halt von Rulantica wissen. Ich habe nämlich gelesen bei einem Kollegen von Parkerlebnis, schöne Grüße an dieser Stelle, dass der Director, Art Director irgendwas, der hier dran mitgearbeitet hatte damals, geschrieben hat und erzählt hat, dass das hier, wo man hier durchgeht und wo man hier gerade ist, gar nicht Rulantica ist, sondern das hier soll eine Sonderausstellung sein vom Museum Kronasar, also von dem Hotel. Das ist ja ein Museum, so, und das soll hier die Ausstellung Rulantica sein. Also ist das halt auch nur nachgebaut, Rulantica nachgebaut, die einzelnen Bereiche der Insel. So, das habe ich gelesen. Lass uns mal so dahingestellt. Ich finde es auf jeden Fall sehr toll. Und ich bin noch nicht durch. Ich kann auch noch nicht viel zu sagen. Ja, das wäre halt auch noch was. Ist ja auch erst Band 1 dann. Ne? Ja. Es gibt ja einen Roman, einen Kinderroman zu dem ganzen Thema hier, Rulantica. Und ja, man kriegt auch so ein bisschen Feeling schon mit, wenn man mal das Musical gesehen hat im Europapark. Aber ja, also es ist schon Wahnsinn. Also, dass man nicht einfach hier so ein Schwimmbad hin zaubert, sondern da komplett mit Story arbeitet. Vom Hotel an, hier rüber in den Europapark rein, überall. Also es ist schon fein. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Willst du noch was sagen? Nein. Okay. Ich bin schlussglücklich. Dann. Ja, ich habe auch Hunger, deswegen wir müssen. Morgen geht's weiter. Es gibt noch ein Europapark-Video hier vom Winterzauber Anfang. Entweder war es schon raus, kommt raus, bleibt einfach dabei, abonniert den Kanal, um diese Videos alle nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr Fragen habt zu Rulantica, dann einfach unten drunter schreiben. Falls ihr aber noch Informationen zum Beispiel auch zum neuen Hotel, was ja seit Sommer hier jetzt eröffnet ist, Kronasar hat, da waren wir auch beim Pre-Opening, habe ich das ein paar Mal gesagt, guckt mal hier auf dem Kanal, da gibt es nämlich auch Impressionen und ein Video zu. So, jetzt sind wir fertig mit dem Thema. Wir können nach Hause, wir sehen uns in einem anderen Video. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Machen wir